BASF entwickelt das chemische Recycling gemeinsam mit Partnern weiter, um den im Kunststoffmüll enthaltenen Kohlenstoff in Kreislauf zu führen und neue Produkte herzustellen. Wir sehen das chemische Recycling komplementär zum mechanischen Recycling und wollen Stoffströme behandeln, die sehr komplex in ihrer Zusammensetzung sind und teilweise auch sehr verunreinigt sind. Das am weitesten etablierte Verfahren bisher ist die Pyrolyse, mit der Mischkunststoffe wieder in Öle verwandelt werden können, die dann fossile Rohstoffe in Prozessen ersetzen können. Partner wie Arcus Green Cycling Technologies spielen eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung des chemischen Recyclings. Wir testen an unseren Anlage in industriellem Maßstab Abfallstrome aus verschiedenen Quellen, die heutzutage zur thermischen Verwertung eingesetzt werden. Diese Abfallströme reichen von stark vermischten Kunststoffabfällen, zum Beispiel dem sogenannten MK350, über Ausschussfraktionen des mechanischen Recyclings bis hin zu Möbelfolien. Das ist der Startpunkt des Prozesses, wo eben die Kunststoffabfälle eingesaugt werden. Im Herzstück der Anlage, dem Reaktor, wird der vorbehandelte und pelletierte gemischte Kunststoffabfall in einem thermochemischen Verfahren, der sogenannten Pyrolyse, zu Pyrolyseöl und Gasen verarbeitet. Den recycelten Rohstoff ordnen wir über einen Massenbilanzansatz unseren zertifizierten Produkten zu. Das Portfolio umfasst inzwischen über 200 massenbilanzierte Recycled-Produkte. Unsere Kunden verwenden diese zum Beispiel zur Produktion von Outdoor-Hosen, Verpackungen oder Autoteilen. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir gezeigt, dass chemisches Recycling funktioniert. In einem fairen regulatorischen Umfeld wollen wir das chemische Recycling nun skalieren. Damit kommen wir einer echten Kreislaufwirtschaft um einen ganz wichtigen Schritt näher. BASF. We create chemistry.